So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück bei The Witcher 2. Ich muss sagen, da gab es einen komischen Cut jetzt. Hat den Hintergrund, da ich beim ersten Mal auf Lito getroffen bin, ohne mich zurechtzumachen mit meinen Tränken und so. Und es hat nicht gut geendet, glaub mir. Ich habe auf die Fresse bekommen, also richtig böse. Sag Leto, dass du mich gefangen hast und ihm auslieferst. Und du? Ich bin unbewaffnet, Hände gebunden. Sprichst du die Wahrheit, wird seine Reaktion dich bestätigen. Glaub nicht, dass ich dir traue. Denk an unsere Deckung, wenn du versuchst, was Dummes zu tun. Ich verstehe. Kaum. Sie beschmieren dir das Gesicht mit Honig und stecken es in einen Ameisenhaufen. Da heulst du so, dass dich noch die Reiter der wilden Jagd hören. Sind deine Unternehmungen alle so aufwendig? Warum befehlen wir Leto nicht einfach zu gestehen? Eid Feilmuen hier jeten werde. Erobere nicht durch Gewalt, sondern durch Kühnheit? Genau. Gehen wir. Die Frage ist, gibt es... Pass auf, um unsere List nicht aufzunehmen. Kann ich die Sprache der Skojatel lernen? Also in Real Life könnte ich das? Das würde mich echt freuen. Ja, und wie gesagt, da vorne sitzt Leto. Ich bin schon mal auf ihn getroffen und es hat nicht gut geendet. Gar nicht gut. Geralt von Riva, was suchst du hier? Das könnten wir ihn auch fragen, ne? Ich komme, um zu verhandeln. Jovet, der Waldfuchs, hat sich tatsächlich greifen lassen. Ich hab dich unterschätzt. So, natürlich weiß ich genau, was wir fragen müssen. Und wir fangen erstmal damit an mit, wer bist du? Sag mir, wer du bist. Du erinnerst dich wirklich nicht? Diese Frage steht mir bis sonst wo. Es ist also wahr. Und gerade deinen Strich durch unsere Rechnung hatte ich gefürchtet. Ich bin Leto von Guleta, der Königsmörder. Genug, ihr Schatz, mach mich los! Ja, sieht nicht so aus, als wenn der dich befreien will, mein Kollege. Was verbindet dich mit Jorvan? Gehen wir direkt aufs Ganze. Kiaran Eb Esnilen sagt, du willst Jorvet liquidieren. Und wenn? Weshalb solltest du mir helfen? Bloide Däune. Bloide Däune. Ich glaube, der wollte blöd sagen, oder? Hat er irgendwie einen Sprachfehler? Ich meine, durch die Narbe im Gesicht. Wer weiß. Demavent, Foltest. Wer noch? Wer seid ihr verdammt nochmal? Wir sind uns schon begegnet, Geralt. Weißt du das nicht mehr? Nein. Das vergesse ich nie. Hast mir das Leben gerettet, weißer Wolf. Wir haben Schulter an Schulter gekämpft. Und jetzt kreuzen wir die Klingen. So weit wäre es nicht gekommen, wenn ich Jorvet schon getötet hätte. Serret und Egan werden in ihrem Blut ersaufen. Glaube ich kaum. Ehe die Skojatel im Pontatal merken, dass du nicht mehr am Leben bist, haben meine Leute ihre Aufgabe erfüllt. Ja. Wer sind Serret und Egan? Ich weiß es natürlich und ich weiß, was danach passiert. Serret und Egan, wer sind sie? Königsmörder, denen die Skojatel im Pontatal in Obereddern geholfen haben. Es gibt nämlich mehr als einen Königsmörder. Es scheint eine ganze Bande zu sein. So, ich würde sagen, zieh. Denn wir stellen uns ihm jetzt. Wir können fragen, was verbindet mit Jorvet. Was tut ein Mensch in den Reihen der Skojatel? Du kennst das Sprichwort. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Die Skojatel sind meine Rachebrüder. Okay. Ich glaube, du wirst für den Königsmord verüben. Das du ist hast Schwachsinn Foltest zu fragen. Ermordet. Da kannst du dich nicht herauswinden. Der Einzige, der gesehen hat, wie er starb, bist du. Da kannst du dich nicht herauswinden. Ja, da hat er irgendwie recht, aber naja, zieh deine Waffe. Wenn du es so siehst, zieh! Genug mit der Farce! W3, Ende! Was treibst du da für ein Spiel? Eins, das du verloren hast. Ja, wir sind nicht die Einzigen hier. Gib mir mein Schwert! Komm, gib mir die Waffe.
Hey, Jorrit. Als Vertrauensbeweis, mein Freund. Du kommst später wieder und hilfst mir? Jo, okay. Eskaliert halt beide. Ich muss dich töten. Versuch es. Ich bin kein König. Und jetzt hat sich die Frage erledigt, wie wir da unten reinkommen. Eine Schande, dass wir auf verschiedenen Seiten stehen. Offenbar weißt du noch, wie man kämpft. Also, Versuch der 1294. Keine Ahnung, ich bin langsam an verzweifelt. Warum verfolgst du mich so verbissen? Sie denken, ich hätte Volltest getötet. Na, selbst schuld. Hättest eben nicht Soldat spielen sollen. Töte dein Hexer, Könige! Hexer war ich einst! Langer Zeit! Und jetzt bist du käuflicher Verbrecher? Na, Glückwunsch! Ja, siehst du mal. Was? Okay, was passiert hier? Ein Hexer und ein paar Elfen reichen, um einen König zu töten. Du ahnst ja nicht, wie viele bereit standen und mittun wollten. Und du meinst, dass die alle dicht halten? Jorvets Zeit ist abgelaufen. Andere werden gerichtet, weil sie das Chaos losgetreten haben. Aber warum? Du warst einer von uns. Hast uns gerettet. Wir sind quitt. Deine Hexe kennt sich doch aus. Meinst du, sie kann mich nach Aedion teleportieren? Wenn sie brav ist, tue ich ihr nichts. Johoho. Ich werde dich finden. Finger weg von Wir Triss. Wir sehen uns in Aedion. Finger weg von Triss, mein Freund. Hui, 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 hui. Also, auch wenn das jetzt ein bisschen anders zusammengeschnitten ist. Hallo? Darf Wo ich ist mich. Rausch? Oh. Wir haben ein paar erwischt. Der Rest ist entkommen. Und Leto? Tot? Unterwegs nach Flotsam. Woher weißt du das? Er will Triss. Ich muss los. Bring ihn um, noch bevor er mit den übrigen Kontakt aufnimmt. Du hättest dem Deune nicht vertrauen sollen. Komm. Nein, Geralt. Wir können da nicht hin. Die Garnison. Natürlich. Mir war entfallen, was ihr für Krieger seid. Mette Terde, Gwynblade. Viel Glück. Mette Terde, keine Ahnung, was er damit meint. Und ja, wenn das vielleicht ein bisschen komisch zusammengeschnitten aussieht, dann nur den Hintergrund. Ich hab's jetzt... Also das hier ist jetzt... streng genommen, gucken wir uns alles mal an, streng genommen mindestens der 15. Ach, der hat mich entwaffnet, deswegen lag der Menschheit. Das ist mindestens der 15. Versuch, wenn nicht sogar 20. Versuch gewesen. Und ich bin mittendrin so ausgerastet und so sauer geworden, so ausfertig geworden auch während dem Kämpfen, dass ich gesagt habe, boah, das kann ich überhaupt nicht mit reinschneiden. Und wir haben es ja beim Kairan gesehen, was passiert, wenn ich alles mit reinschneide, was passiert. Also... Ja, nicht wundern, das war nicht der erste Try, sondern der 15., 20.
Wenn nicht sogar Hundertste. Oh, wilde Jagd, ein Buch und gehärtetes Leder. Schön. Die wilde Jagd. Die Nordlingen zufolge ist die wilde Jagd eine wüste Galoppade von Skelettreitern. Sie jagt auf Pferdegrippen über den Himmel. In rostige Panzerreste gehüllt mit scharfkantigen Schwertern an den Gürteln. Wie ein Komet kündigen die wilde Jagd vom kommenden Kriegen. Dies könnte zweifelsfrei gezeigt werden. Alle Jahre kommt der Trupp der Geisterreiter zur Ernte, die beim letzten Nilfgaard-Krieg besonders reich ausfiel. In Novigrad allein verschwanden gut 20 Menschen mit der Jagd. Bemerkenswert, in den Legenden der Elfen und Zwergen taucht die wilde Jagd nicht auf. Also ist die wilde Jagd theoretisch nur ein Beispiel, wie würde man das am blödsten sagen? Ist nur ein Phänomen, das scheinbar nur unter Menschen vorkommt, was komisch ist, denn vorher waren hier ja nur Elfen, Zwerge und Gnome gewesen und andere Dinge. Und wir kamen ja im Nachhinein erst. Oh. Wir können looten. Das heißt, theoretisch müssten ja durch diese komische Verschiebung, die Fernskonjunktion müssten ja theoretisch gesehen nicht nur Menschen, sondern eben auch die wilde Jagd hierher gekommen sein. Und ich meine, was ich gerade sagen wollte. Es sieht eigentlich verdammt schön aus, dieser Garten hier. Und jetzt halt irgendwie so geschändet durch diese Überreste. Da siehst du halt manchmal, wie sinnlos Krieg ist, also auf beiden Seiten. Und so wie es aussieht, liegen hier auch nur Menschen rum und keine Elfen. Ach doch, ein Elf liegt rum. Ich glaube, den mochten die anderen Elfen nicht, den haben sie einfach liegen lassen. Okay, klang vielleicht ein bisschen hart. Das Problem ist jetzt, Wettlauf mit der Zeit, Tritz war in höchster Gefahr. Das Problem ist jetzt, dass theoretisch, wenn wir in Flotsam ankommen, Triss uns ja gar nicht erwarten kann, um uns mit der Rose die Erinnerung zurückzubringen, weil ja eben Lito auf dem Weg zu ihr ist, also im Endeffekt, kommen wir da an, da ist nichts. Ist irgendwie nicht so cool, also ich hätte diese Nebenquest schon gerne mitgenommen, schade, dass es jetzt nicht klappt. Vielleicht können wir die aber auch später, weil ich denke mal nicht, dass Lito Triss irgendwas tun wird. Vielleicht findet man sie ja irgendwann wieder. Beziehungsweise wir wissen ja noch gar nicht, was passiert. Vielleicht kommt Lito auch niemals an, sondern wir können ihm vorher schön die Fresse polieren. Ja, haben wir ja gerade eben gesehen, wie gut es funktioniert hat. Mann, wir waren doch voll überlegen. Nach wohlgemerkt im 20. Versuch. Kann ich die Falle kann ich wieder mitnehmen, ja? Falle aufheben. Okay, die Falle hatten wir mal vor 10, 15 Folgen, hatten wir die hier liegen lassen. Ja, was heißt liegen lassen? Ich hatte sie hier aufgestellt. Und jetzt tun wir sie im Nachhinein einfach wiederholen. Auch cool. Loading Errors. So, aber eine Sache machen wir noch schnell. Wir gehen nochmal kurz bei, also das, was wir eigentlich machen wollten, bevor die ganze Scheiße hier losgetreten wurde. Wir gehen zu ihm und gucken, ob er noch solides Tuch für uns hat und die Kairan-Rüstung mit uns herstellen könnte. Ich glaube, die Kairan-Rüstung hätte uns echt geholfen gegen Lito. Ich meine, ich habe ihn geschafft, aber überleg mal, nach 20 Versuchen? Haben wir jetzt genug? Das wäre zu schön. Das wäre zu schön. Oh, geil. Nice. Ja, die hätte ich gerne. Oh, die sieht sogar ganz hübsch aus, wenn ich das richtig sehe. So, natürlich ballern wir hier erstmal Verbesserung rein, ne? Weil wir haben hier so schöne Verbesserung. Und zwar extra Vitalität. Blutresistenz jetzt nicht so, ne? Plus 1 Rüstung, Aufwendung aus Entry Jagenhaut, Giftresistenz, könnte cool sein. Könnte cool sein, nehmen wir einfach mal mit. So, jetzt haben wir nämlich 40 Vitalität da drauf. Eine hohe Gift und Einäußerung. Boah. Eigentlich nicht so uncool das Ding. So, und jetzt aber erstmal hier Sachen verkaufen. Panzerung, oh, cooler Erfolg. Ja, ich habe gerade einen Erfolg bekommen, Panzerung. Ich denke mal, es hat
ist eine Anspielung auf die Rüstung jetzt. Rabes Rüstung verkaufen wir an der Stelle einfach. Ist vielleicht besser, wenn wir die Sachen, die alten Sachen jetzt auch langsam loswerden. Ja, weil ihr kennt's ja mehr. Man hängt den Sachen dann hinterher, obwohl sie eigentlich nicht so gut sind. Wir schauen mal kurz unsere Hose an. Solide Lederhose, oh ja gut, die solide, die behalten wir dann mal. Ja, sieht doch eigentlich ganz cool aus, also so mit roter Zipfelmütze. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, die blaue Jackenrüstung hat mir jetzt nicht so gut gefallen, weil sie eben blau war, weil ich bin eher so ein Freund von Rot. Na, was guckst du? Und ja, deswegen, schau mal, was passiert, wenn wir jetzt nach Flotsam rein. Ich will eigentlich gar nicht rein. Ich habe Angst, was passiert, wenn wir reingehen. Ich habe Angst, dass wir noch mehr Scheiße lostreten. Wir zeigen diesem Anderlingsgesocks endlich, wohin es gehört. Warte mal, was? Die Geier sammeln sich. Wir waren viel zu gut zu euch, Anderlinge. Gemästet haben wir euch mit unserer Plackerei. Junge! Guck mal, Leute, da ist noch so ein Widerboots. Was willst du hier? Lasst ihn gehen, er hat euch nichts gut aus. Nein, nein, die kill ich jetzt. Was wollt ihr? Dann her mit euch. Das hier geht dich gar nichts an. Zieh ab! Ihr hättet in euren Häusern bleiben sollen, ihr Rindviecher. Jetzt reicht's aber. Erschlagt diesen Wechselbalg. Oh, 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 und wie gerne ich euch zur Strecke bringe. Also die Aktion jetzt gerade hier mit dem Zwerg. So, meine Freunde. Wo sind hier noch welche, die aufs Maul wollen? Natürlich looten wir sie noch. Dratschen und gut. Fuck off. Alter, wie die den Anderling da gerade verprügelt haben, der. Was heißt verprügelt? Die haben den eigentlich getötet. Boah. Gehen wir mal oben zur Magierin kurz, denn ich bin mir ziemlich sicher, wir treten unten krasse Scheiße los jetzt. Können wir noch mehr Leuten helfen oder war es das jetzt? Ja, da siehst du mal, was der Typ angerichtet hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, das war nicht Lito. Ihr ermordet Unschuldige! Unschuldige? Stinkend der Anderlinge, wie er Geralt! Und jetzt, ihr guten Leute, kehrt ihr in eure Häuser zurück. Sonst gibt es eine Lokalrunde Hexerschwert. Na, wie geht's weiter, Schankwirt? Meinen Sohn haben sie erschlagen. Meinen Sohn! Verfluchte Elfen, ihr Blut soll fließen. Ja, aber was ich hier immer so ein bisschen negativ finde, ist, dass man hier das Zeichen verwendet. Ich würde lieber gerne so wirklich so die Leute eingehen, so nein, aber nach dem, was hier abgeht. Krieg dich nicht ein, dann kannst du vielleicht noch einen zeugen. Also, was ist nun? Irgendwann findet dich einer, der besser ist als du, Wechselbalg. Euer Glück, ihr elfischen Schweinehunde. Aber wir erwischen euch noch. Kommt, Leute. Kann ich sie nicht einfach hier niederstrecken? Ich würde sie gerne töten. Danke, Gwynplaine. Wir wären tot ohne dich. Komm hier weg, so schnell wie möglich. Passt auf euch auf. Wer hat diese Hölle entfesselt? Ich tippe auf Loredo. Befehlshaber brauchen doch dauernd Sündenböcke für ihre eigenen Fehler. Und das Volk will Unterhaltung, ob fröhlich oder blutig. Diese Stadt wird nicht mehr dieselbe sein. Hier ist die Zeit der Verachtung schon gekommen. Warum unternehmen die Wachen nichts? Ihre Kameraden wurden von Eichhörnchen erschlagen und Loredos Befehl zum Eingreifen fehlt. Ja, dann wissen wir ja wirklich, wer das losgetreten hat. Wie konnte es zu diesem Pogrom kommen? Angeblich ist das die Rache für die Soldaten, die mit Roche gezogen sind. Aber das waren Halunken, von Loredo bezahlt und von keinem beweint. Jedenfalls sind spontane Unruhen ausgebrochen. Loredo guckt zu und mimt den Unschuldigen. Aber es sind seine Spirren, die die Leute aufstacheln. An der Spitze der Meute sah ich Soldaten in Zivil. Naja, du kannst ihm nichts beweisen. Das habe ich auch nicht vor. Ja, aber siehst du mal, das,
Loredo, um den müssen wir uns auch früher oder später wirklich kümmern. Hört sich blöd an, aber den müssen wir auch irgendwie, ja, nicht unbedingt töten, aber schön ist es mit dem auch nicht. Wir müssen Triss finden. Weißt du, wo sie ist? Sie wollte zu Sheila. Die hat eine Kammer im Wirtshaus gemietet. Ich habe ihr von dem Megaskop erzählt, an dem Soltan gearbeitet hat. Komm, wir haben keine Zeit zu verlieren. Zum Glück habe ich den Schlüssel zu Sheilas Gemach. Ich muss zugeben, die Frau des Schankwirts ist außerordentlich flink für jemanden ihrer Körpergröße. Bitte was? Komm,